Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute mal aus der Ferne hier im Rathaus der Schulsozialarbeit der Altkönigsschule. Der literarische Adventskalender, das Projekt von der Jugendkoordination Kronberg, dieser neuen innovativen Jugendarbeit, die die fantastischen Ideen und Energien von Jugendlichen aufspürt, sammelt und sie dann ins Leben bringen will. Das ist es, worum es geht. Und in dem literarischen Adventskalender möchte ich ja immer wieder einige fantastische Geschichten lesen. Aus diesen beiden Büchern, nämlich Weihnachtswunderzeit und Es weihnachtet sehr, die ihr ruhig mal in eurem Local Bookstore euch antun könnt. Und für kleines Geld super tolle Geschichten kaufen könnt. Vielleicht habt ihr es noch nicht gesehen, aber ich habe heute mein Schulsozialarbeits-T-Shirt an. Das sagt uns, I can't fix stupid, but I can fix what stupid does. Yeah, das ist unser Motto hier in der Schulsozialarbeit schon seit langer Zeit. Doch heute heißt die Geschichte, das hat natürlich was mit dem Totenkopf auch zu tun, und den rauen winterlichen Temperaturen, die wir zurzeit haben. Heute heißt die Geschichte Wikinger Weihnacht und ist von meinem Freund Thomas Klappstein geschrieben. Herrlich! Klare Luft, knackig trockene Kälte, ein blauer Himmel, an dem sich die eine und andere Wolke tummelt und der Schnee knirscht unter den Feldstiefeln. Die Boote liegen gut verteut im Hafen von Ribe. Und das Wasser des kleinen Flusses Rébéon, der ein paar Kilometer westlich in die Nordsee mündet, ist zugefroren. Eine dünne Schneeschicht liegt auf dem Eis. Hier und da hat der Wind Schneeverwehungen am Rumpf der Boote aufgeworfen. Snjall, der jüngste Sohn des Wikingerbootkapitäns Galdur, liebt diese Zeit des Jahres. Wenn alles ein bisschen zur Ruhe kommt, die Tage zwar kurz sind, aber dafür in den Nächten immer wieder mal das faszinierende Farbspiel des Polarlichtes zu beobachten ist. Er ist dann gerne draußen unterwegs, gut eingepackt in warme Kleidung, die ihm seine Mutter Solveig genäht hat. Und heute, so kurz vor dem Fest der Wintersonnenwende, das in Ribe und im ganzen Land Dänemark immer noch gerne gefeiert wird, will er den ganzen Tag draußen unterwegs sein. Ein bisschen während der wenigen Stunden, in denen es hell ist, mit seinen Gedanken alleine sein und versuchen, die Veränderungen einzusortieren, die er seit einigen Wochen registriert. Zum späten Nachmittag, frühen Abend, ist er mit Ansgar verabredet, dem Priester der neuen Religion, die seit ein paar Jahren in Ribe, aber auch in ganz Dänemark, immer mehr Anhänger gewinnt. Ansgar selbst nennt sich einen Mönch, kann ziemlich gut reden, auch zu vielen Menschen, und hat begonnen, ein großes Haus aus Holz mit einem noch größeren Turm in Ribe zu bauen. Eigentlich bauen zu lassen von den Handwerkern am Ort. Aber oft genug legt er auch selbst Hand mit an. Ansgar selbst stammt aus Bremen, einer Stadt in Germanien, und war vor vielen Jahren nach Ribe gekommen, um der Wikingergemeinschaft, deren Vorfahren Ribe gegründet hatten, mehr von dieser neuen Religion zu erzählen. Von der Religion, die ein anderer Priestermönch, Bonifatius, hier lange vor Ansgar mal vorgestellt hatte. Bonifatius wiederum war damals eigentlich auf dem Weg nach Schottland, wollte einfach mit einem der Boote mitfahren, die vom Hafen von Ribe aus immer wieder zu Rauf- und Raubzügen in Richtung der englischen Insel aufbrachen, auf der sich auch Schottland befand. Bonifatius kam gerade von Fritzlar, sehr weit entfernt im Süden des germanischen Landes, wo er irgendeine Donau- oder Donaeiche gefällt hatte, um die Kraft des Gottes der neuen Religion zu demonstrieren, was ihm wohl auch gelungen war. Bevor er nach Schottland übersetzte,
blieb er dann aber noch eine Weile in Ribe, um die Menschen, die hier lebten, von dieser neuen Macht, diesem neuen Gott zu überzeugen. Ein paar kehrten Odin, Wotan und Konsorten daraufhin den Rücken. Aber längst nicht alle. Und als Bonifatius weg war, sprach auch kaum noch jemand von dieser neuen Religion. Bis auf ein paar Leute, die sich ab und zu in ihren Hütten trafen und über die Dinge sprachen und nachdachten, die sie von Bonifatius gehört hatten. Vor einigen Jahren nun tauchte Ansgar auf und blieb. Baute sich seine eigene Hütte in Ribbe, lebte mit den Leuten und hält meist einmal in der Woche eine längere Rede über diese neue Religion. Zuerst auf dem Ting, dem Gerichtsplatz in Ribbe, und seit ein paar Monaten in dem großen halbfertigen Holzhaus, in dem jetzt zum Sonnenwendfest allerdings auch die grünen Nadelbäume aufgestellt wurden, die in vielen Hütten der Wikinger in dieser Jahreszeit ihren Platz finden und neben gutem Geruch auch ein bisschen Farbe in die Räume bringt. Auch im Kulthaus der Siedlung stehen mehrere dieser Bäume. Snjalls Eltern, Galdur und Solveig, hatten noch geschlafen, als er das Haus verließ. Jedenfalls wahrscheinlich. Zumindest waren sie noch nicht aus ihrer Kammer gekommen. Zu dieser Zeit des Jahres war Galdur immer für einen längeren Zeitraum bei der Familie, was eigentlich alle genossen. Besonders Solveig. Vielleicht war auch das der Grund, dass sie noch nicht aus ihrer Kammer gekommen waren, hatte Snjall gedacht, als er die Tür hinter sich zumachte und in diesen tollen Wintertag startete. In den wärmeren Zeiten des Jahres, in denen kein Eis auf dem Fluss ist und die Stürme auf dem Meer nicht so heftig sind, ist Galdur meist viele Tage und Nächte mit seinem Boot und seiner Mannschaft unterwegs, die er befehligt. Oft statten sie der englischen Insel einen Besuch ab, mit deren Einwohnern sie sich nicht so wirklich verstehen, und kommen dann entweder mit vollbeladenen Booten zurück, manchmal aber auch etwas lädiert und bandagiert. Echt Wikinger-Männer halt. So wirklich weiß Njal noch nicht, was er davon halten soll. Ob er da später auch mal mitfährt, wie Galdur oft sagt? Dann, wenn er ein Mann geworden ist? Aber Snjall ist vom Wesen anders als sein Vater, den man durchaus als rau, aber herzlich bezeichnen kann. Galdur ist sicherlich nicht konfliktscheu. Er sagt auch im Ort seine Meinung, wenn ihm etwas nicht passt. Besonders Ragnar, dem Kapitän eines anderen Wikingerbootes, der sich gerne mal als Häuptling aufspielt. Aber Galdur hält sich auch an Spielregeln, einen ungeschriebenen Verhaltenskodex. So werden zum Beispiel außerhalb der Beutefahrten mit ihren Booten Engländer von den Wikingern nicht attackiert, wenn man ihnen begegnet. Man grüßt sich zwar nicht unbedingt und wenn, schon gar nicht freundlich, aber man lässt sich in Ruhe. Seit einigen Tagen und Nächten ist alles anders, findet Snjall. Eine mehr als friedvolle Atmosphäre liegt über Ribe. Das liegt sicherlich nicht nur an den Getreidebündeln, die aufgestellt wurden, damit sich die Vögel daran mit Futter versorgen können. Das wurde nämlich schon immer gemacht. Jedenfalls solange es Njal zurückdenken kann. Aber Menschen, die sich sonst am liebsten mit dem Hintern nicht angeguckten, die grüßen einander auf einmal freundlich. Auch Galdur, sein Vater, ist anders. Er grüßt sogar, wenn ihm jemand aus der Gruppe der Engländer begegnet, die es mit ihrem Boot nicht mehr rechtzeitig vor den großen Stürmen zurück auf ihre Insel geschafft hatten und jetzt hier überwintern müssen. Bei Ansgar übrigens, der ihnen Asyl gewährt, in dem halbfertigen großen Holzhaus. Eisenkörbe, in denen Feuer gemacht werden kann, durch das zumindest ein bisschen Wärme erzeugt werden kann, hat Thorgil zur Verfügung gestellt, der Schmied des Ortes. Auch der hat sich irgendwie verändert, ist oft dabei, wenn Ansgar eine seiner Reden hält. Jokel, der Zimmermann, sorgte für Unterlagen zum Schlafen. Und viele von denen, die Ansgar regelmäßig zuhören, haben Decken und Felle gebracht. Aber nicht nur die. Auch Solveig hatte schon warme Kleidung vorbeigebracht, die Galdur nicht mehr brauchen würde. Und auch zwei Felle. Als wäre es eine andere Welt, denkt Snjall. Er fängt an, diese Zeit des Jahres mehr und mehr zu lieben. Weil alle so glücklich und freundlich und hilfsbereit scheinen, alles so friedlich
und harmonisch ist. Von all diesen Dingen, seinen Beobachtungen und Gedanken erzählt Snjal nun Ansgar, bei dem er nach seinem langen Spaziergang inzwischen angekommen ist und der ihm nun aufmerksam zuhört. Darüber fängt es an, dämmerig zu werden. Die blaue Stunde zwischen Sonnenuntergang und dem Einbruch der Dunkelheit. Erste Sterne fangen bereits an, am Firmament zu funkeln. Snjal sitzt mit Ansgar vor dessen Hütte um einen dieser Eisenkörbe herum, in dem ein schönes Feuer lodert und für den Moment noch genug Wärme abgibt. Jeder der beiden hat einen Becher mit heißem Blaubeersaft in der Hand, die im Wikingerland im Sommer und Herbst zuhauf geerntet wurden. Sag mal, weißt du, warum sich die Dinge hier so verändern, wollte Snjal von Ansgar wissen? Hat das was mit deiner Religion zu tun, von der du so viel erzählst? Ansgar will gerade anfangen, seine Sicht der Dinge zu erzählen. Da hört er Snjals aufgeregte Stimme. Oh, da! Snjal deutet mit dem Becher in der Hand in Richtung des Stalls, der sich neben dem Gasthaus von Knorr befindet, das immer reichlich voll ist in dieser Zeit des Jahres und in dem auch Snjals Eltern, Galdor und Solveig, ganz gerne mal ihren Met trinken. In dem Stall neben dem Gasthaus befanden sich neben Stroh und Heu die Tiere von Knorr. Ein paar Hühner, Schafe, einige wenige Kühe, einen Ochse und sogar ein Esel. Vor einigen Sommern wurden diese Eseltiere auf einigen Wikingerbooten von einer längeren Reise mitgebracht. Neben den üblichen Beutegegenständen. Inzwischen hatten sie sich sogar hier im hohen Norden vermehrt. Und genau über diesem Stall, so sieht es optisch jedenfalls aus, leuchtet ein Stern besonders hell. Er wirkt größer als die anderen Sterne und scheint richtig zu strahlen. Und da, dieser Stern war vorher noch nie da, ließ ihn ja laut aufgeregt und deutlich vernehmen. Nee, erwidert Ansgar, der ist eigentlich die ganze Zeit da. Aber die meisten Menschen können oder wollen ihn nur zu dieser Zeit des Jahres sehen. Da, wo ich herkomme, nennen wir sie übrigens Weihnachten. Das, ihr Lieben, war die heutige Geschichte Wikinger Weihnacht mit meinem Wikinger Sozialarbeiter T-Shirt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und freue mich drauf, wenn ihr diese Videos teilt, wenn ihr andere darauf aufmerksam macht, auch am literarischen Adventskalender teilzunehmen. Und vielleicht auch einmal bei uns in Kronberg in der Adlerstraße 2 vorbeikommt, wenn ich dort wieder live lese. Nähere Infos entnehmt bitte dem Veranstaltungskalender, der immer wieder unter diesen Videos gepostet sein wird oder in meiner Story. Genau, da könnt ihr das dann genau sehen. Also, bis dann, ihr Lieben. Ciao. Ben. Ups. Und beenden. Wo ist es hier?